Indonesien hat den 79. Jahrestag seiner Unabhängigkeit in der unfertigen zukünftigen Hauptstadt Nusantara begangen. Hunderte Beamte und geladene Gäste in traditioneller Kleidung versammelten sich auf einer Grasfläche inmitten der laufenden Bauarbeiten. Ursprünglich sollte Nusantara in diesem Jahr am Unabhängigkeitstag eingeweiht werden. Aber da die Bauarbeiten hinter dem Zeitplan zurückliegen, ist nicht klar, wann die Verlegung der Hauptstadt erfolgen kann.